Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Elder Scrolls Online mit Bogen. Das sind ja mächtige Berge hier in Hochfels im Hintergrund, ne? Hochfels? Passt schon, ne? So, wir... Es ist total schön. So ab und an, da, ja, ich bin da... Das, manchmal, da läuft man so rum, ne? So der Straße entlang und da waren so zwei, die haben so an der Seite gestanden, hat der eine gesagt, dass er Stücke aneinander reiben muss und hat aber die Reihenfolge nicht mehr gewusst und er meinte, sie, dann schreib dir es doch auf. So, wir müssen weitere Kerzen hinstellen, ne? So, eine weitere Kerze. Ist das die letzte? Ich denke. Was ist das? Ihr seid nicht mein idiotischer Nachkomme. Ihr seid nicht mal ein Mitglied meiner Familie. Nein, ich bin ein Ork. Ihr seid derjenige, der die heiligen Kerzen aufstellt und nicht mein wertloser Nachkomme? Habt er denn keinen Anstand? Nun, euer Urenkel, er bat mich darum. Das kann ich mir vorstellen. Also hat er Angst, sich seinen ehemaligen Kameraden zu stellen? Er sollte den Zorn der wütenden Toten mehr fürchten. Dennoch hat er sich um Buße bemüht. Ja. Gewissermaßen. Das mag sein. Was können wir noch für ihn tun? Kehrt zu Harald zurück. Sagt ihm, dass er dem Kult abschwören und weiter Buße tun muss. Oder ihn wird die Rache der Toten ereilen. Nun geht, ich möchte wieder ruhen. Ich glaube, das will er von sich aus. Doch ich werde es ihm ausrichten. So, dann gehen wir mal zu Harald. Der hieß Harald. Gehen wir mal zu Harald zurück. Schauen wir mal, wo der... Oh, der ist ja ganz in der Nähe hier. Der Harald, ne? Harald? Ach, da, oh Gott. Entschuldigt, Harald. Wie seid ihr so schnell hierher gekommen? Was hat mein Urgroßvater zu euch gesagt? Ist er mir jetzt wieder wohlgesonnen? Ihr standet doch in der Nähe. Ich glaube, ihr habt es gehört. Die Ahnen, sie haben euer Opfer angenommen. Sie wollen aber, dass ihr weiter ihr Angedenk seid. Ihr sollt abschwören dem Blutdornkult. Ich sage mich vom Kult los und verspreche, meine Vorfahren zu ehren. Aber aus einer sehr viel sichereren Entfernung. Ich werde von hier verschwinden. Vielleicht gehe ich nach Dolchsturz oder fange woanders ein neues Leben an. Keine Kulte mehr für mich. Nicht mal welche, die es gut meinen. Das hört sich gut an. Ich wünsche euch viel Glück, Harald. Und da läuft er dahin. So, und ich muss mich einer viel größeren Aufgabe stellen. Würde auch lieber mit ihm nach Dolchsturz gehen. Einen Humpen zu mir nehmen. Mit den Unerschrockenen zusammen. Aber ich muss mich erst beweisen. Also, ich habe gedacht, der reitet jetzt voll durch mir durch. So, wir schauen mal auf die Karte. Ich war jetzt total fasziniert. Wir gehen einfach hier rauf und dann zu dieser... Ja, einfach ist gut, ne? Ich habe mich wahrscheinlich dazwischen fünfmal verlaufen. Schätze ich. Muss ich eigentlich hier durch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch. Juhu. Was denn jetzt? Bleib doch einfach auf deinem Posten. Ich brauche die Aufladung hier, mein Freund. Ich brauche sie. Oh, ich muss mich noch gegen den hier nützen. Upsa! Achso, man könnte ja... Achso, können wir noch nicht. Ne? Ich wollte sagen, man könnte ja auch ein zweites Waffenset... Ich glaube, das ist noch nicht freigeschaltet. Ein Gurgel hier. Eine Gurgelei. Das ist es noch nicht, oder? Warte mal, ich muss... ich schaue lieber nochmal. Ja, ist klar. War ja klar.
Bleib! Den hier nehme ich. Ah, der ist mir doch nicht mehr. Immerhin haben sie 3-4 Goldstücke dabei. So, jetzt... Moment. Jetzt muss ich mich trotzdem nochmal orientieren. Also, hier runter, ne? Ich... Ach, da ist er gleich hier. Na denn. Puh. Nun denn. Ich bin gespannt. Auf geht's. Was ist los? Er wird schon angegriffen. Was wird das, wenn es fertig ist? Ich hatte Unterstützung. Damit ging es recht leicht. Ich sag's, wie es ist. Gut, dann zurück zum König. Wo ist unser König? Ja. Einfach den Berg hinauf. Kleiner Ruckler. So, dann bin ich gespannt, ob jetzt diese Nekromantie ein Ende hat hier. Nun denn, König, ich bin zurück. Ihr seid zurückgekehrt und meine Monarchenbrüder und Schwestern erwarten eure Erfolgsmeldung. Es ist vollbracht. Eure Ritter, sie sind frei. Ich hoffe, sie finden ihre Ruhe. Wir wussten, dass ihr die Blutdorn-Kultisten besiegen könnt. Und nun ist die Zeit gekommen. Bitte bleibt und seht es euch mit an. Nun, was sehe ich mir an? Ich bleibe. Ohne eure Hilfe wären wir jetzt Sklaven. Von den Blutdornen gezwungen, unsere eigenen Nachkommen. Sogar ein König kann vor jemandem niederknien, den er respektiert. Oh. Gewährt uns unsere ewige Ruhe. Oh. Ich bin nur ein einfacher Ork. Dürfen wir diesen Ort verlassen? Natürlich. Geht. Ihr habt sie euch verdient, König und eure Ritter. Lebt wohl, Sterblicher. Eure Taten am heutigen Tag werden sich als entscheidender Schlag wieder dem Blutdornkult und seinen bösen Meister erweisen. Ich danke euch für die Ehre, die ihr mir erwiesen habt. Ehre und Ruhm für die Unerschrockenen. Das habe ich noch nie erlebt. Und ich bin schon ein paar Jahre alt. Und meine Erinnerung kommt immer weiter zurück. Ein König, der sich vor mir niederkniet. Schön, ne? Unser Ork hier. Der hat's drauf, ne? Ja, aber das ging recht flott da unten, ne? Wollen wir mal schauen. Was haben wir denn eigentlich jetzt noch? Was ist denn überhaupt jetzt unsere nächste... Oh, das sieht gefährlich aus. Ne, ich möchte doch zur Gildenmeisterin. Endlich. Das wollte ich schon die ganze Zeit hier. Ich will jetzt endlich zur Gildenmeisterin. Sieht alle Farben. Wo müssen wir denn da hin? Ich werde hier nur... die ganze Zeit... Ich werde hier nur die ganze Zeit aufhalten. Moment. So, das ist hier... Ja, genau, hier rüber müssen wir. Moment mal. Dann müssten wir uns... Ja, wir haben natürlich hier jetzt einiges nicht... Zum Beispiel, was sind das hier? Die Ebenerzgruft. Da könnten wir natürlich auch mal vorbeischauen. Ne? Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier rüber. In ein neues Gebiet, wie es scheint. Doch.
Ja. Das hier könnte man sich mal mit auseinandersetzen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Also, die Straße nach oben und dann irgendwie nach unten. Ja, da muss ich noch fünfmal schauen. Also, im Grunde ja hier, oder? Nee, oh, völlig falsch. Hier müssen wir... Wir müssen wirklich hier... Aber doch nicht hier entlang, oder? Ach, doch hinten raus. Anscheinend hier raus, ne? Jups, jetzt sind wir richtig. Tut mir leid. Ja, das ist einfach, wie es ist. So, kommen wir hier vorbei, ohne dass die uns behelligen? Sieht so aus, ne? Oh, Moment. Eine Stadt... Kann das sein? Wo bin ich? So genau kenne ich mich dann doch in Hochfels nicht aus. Eine Stadt zerstört. Verdammt. Was ist geschehen? Dwema, Lösegeld für Zarek. Ach, Lösegeld für Zarek. Die Geschichte kennen wir doch. Die habe ich schon mal vorgelesen. So. Was ist hier passiert? Hallo, ihr da. Ihr solltet in Kreuzgrad aufpassen, was ihr tut. Im Ort wimmelt es nur so von den Schlägern der Rotkrähen. Natürlich sind wir um jede Hilfe froh. Redet mit Tamien im Gasthaus, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ich suche meine Gildenmeisterin. Ist sie hier irgendwo? Was genau gibt es für Ärger mit diesen Rotkrähen? Das könnte man sagen. Die Rotkrähen-Banditen haben entschieden, unsere Stadt zu ihrem Hauptquartier machen zu wollen. Jeden, der ihnen in den Weg kommt, bedrohen sie oder bringen ihn sogar um. Wir werden dem ein Ende machen. Tamien Selan organisiert eine Widerstandsgruppe. Gut. Gut. Denn diese Rotkrähen sind doch nichts weiter als gewöhnliche Banditen. Vielleicht. Aber sie haben die ganze Stadt übernommen. Wenn ihr euch zum Helfen entschließt, dann sprecht mit Tamien Selan. Ihr könnt ihn im Gasthaus finden. Nun denn. Tut nur nichts, um Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen. Yeah. Und die Rotkrähen sollten euch ungestört umherstreifen lassen. Ja. Nun denn, ich werde nach diesen Tamien suchen. Werden sie mich tatsächlich hier herumstreifen lassen? Ich küsse ihn. Es ermüdet für mich, seinem Geflimmer zuzuhören. Das sind tatsächlich Banditen. Nun denn, dann suche ich einmal dieses Gasthaus. Ein Ork. Was macht ihr hier? Bisher haben mich diese Rotkrähen in Ruhe gelassen. Die meisten Leute lassen mich in Ruhe. Das ist mir auch ganz recht so. Also seid ihr keiner dieser Banditen. Sagt, was ist hier in dieser Gegend geschehen? Die Rotkrähen haben die Stadt übernommen. Sie haben alle überrumpelt. Ich weiß. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und hoffe, dass sie einfach wieder verschwinden. Wir versuchen einen Widerstand zu organisieren. Ich hoffe, ich kann auf euch zählen. Ein weiterer Ork an meiner Seite? Das wäre nicht schlecht. Tja. Gasthaus. Wo? Dort oben. Eine Gildenhalle. Sieht so aus. Ich schaue mich erstmal um, da hinten ein Stall. Aha. Eine Kirche hier oben. Dieses Dorf gehört jetzt den Rotkrähen.
erscheinen. Dieses Dorf gehört den Rotkrähen. Hier eine Schmiede, das ist nicht schlecht. Könnte ich ein bisschen was schmieden. Was haben wir noch hier? Ein Schmied. Mal schauen. Anscheinend reden sie nicht mit mir. Ein Turm. Ja, aber ich soll erstmal dieses Gasthaus suchen. Wer seid ihr? Grüße. Na. Eigentlich habe ich keinen Grund zur Beschwerde, aber will auch nicht mit mir reden. Ja, Gasthaus. Gasthaus, könnte das da unten? Na, nicht. Jemand meinte, die Dolche wären nach Norden gezogen, um sich Arbeit zu suchen. Weiß jemand zufällig? Warum tut niemand etwas? Wir können nicht zulassen, dass diese Rotkrähen mit uns machen, was sie wollen. Ja, ich suche das Gasthaus hier. Wisst ihr, wo das ist? Auf der Karte markiert. Nun denn. Das große Gebäude hier natürlich. Hätte ich natürlich sehen müssen. Auf geht's ins Gasthaus. Ziemlich leer. Das ist kein Gasthaus. Das ist eine Beerdigung. Hallo, Wirt. Es kann so schlimm laufen, wie es will. Die Leute wollen immer etwas zu trinken. Traurig, aber wahr. Und für mich läuft das Geschäft immer gut. Wirklich? Hier ist niemand. Habt ihr irgendwas anzubieten? Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir mal, und das, dann mache ich das mal mit euch zusammen, ne? Meistens verkaufe ich es ja immer alleine. Ne? Dann verkaufen wir hier mal ein bisschen was. Den hier, ne? Den behalten wir. Den behalten wir trotzdem mal. Ach so, ja. Kräftigend. Wir haben zwei Ringe. Einmal Magiker und nochmal Magiker. Aber so erhöhtes Leben wäre natürlich auch nicht das Schlechteste. Ich lasse ihn mal da. Ja, den Schild natürlich weg. Oh, Moment. Moment. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Aber ich denke mal, dass dazwischen, ne, diese blaue Leiste, das ist wahrscheinlich wie sehr das. Oder ist das die Verzauberung? Das ist die Verzauberung. Ne? Ich möchte, aber man sieht nie, wie viel das repariert werden müsste. Schaut mal hin, alles reparieren, 300. Ich bin total am Ende hier. Ja, das nehmen wir, ne? Gewährt 104 maximal Leben, jo, von mir aus, ne? Ausdauer wäre natürlich nicht schlecht. Das auch. Aber warum habe ich denn das alles nicht an? Achso, und da bekomme ich hier dann Ausdauer. Ja, ist doch perfekt. Im Ausgleich, ne? So, König, ja, nee. Ja, ein Löwengarter, Ausdauer. Ja, nimm mal hier Ausdauer mal, ne? Was soll's? So, was können wir noch hier verkaufen? Ist das Blunder? Ja. Hier haben wir noch, oh, wir haben fünf, ja, aber die brauchen wir auch zum Wiederbeleben, ne? Deswegen, Stufe 20, würde ich nicht. Ja, die Würmer hier, wir könnten mal ein bisschen angeln hier, ne? Okay, und vor allen Dingen könnten wir mal essen, bevor wir irgendwas machen. Weil das gibt uns doch Ausdauer und alles Mögliche für Regeneration. So, Ork. Hier. Ich sehe jetzt keinen Unterschied. Ich sag's, es ist. Schade eigentlich. So, wir haben noch Schuhe. Ja, und die sehen wir jetzt nicht. Und ein Gürtel. Aber den Gürtel, das sieht man schon. Schön. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das hier. Keine Ahnung. Ich
Hier soll da. Es kann so schlimm laufen, wie es will. Warte mal, wir müssen nämlich noch reparieren, sehe ich gerade. Ist natürlich, naja, obwohl es ist schon mal. Ein Online-Spiel ist in Ordnung. Ich wollte nur sagen, dass man natürlich blöd ist, dass die das reparieren. Die können das die reparieren, ne? Ist ja klar. So, dann weg damit. Weil wir haben echt wenig Platz. Wir könnten natürlich auch noch einen Bankplatz kaufen, habe ich gesehen. Für 1000 Goldstücke. Wir haben ja jetzt genug von den Goldstücken. Ich habe noch keinen Taschenhändler gesehen. So, verkaufen. 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 Ich habe noch keinen Taschenhändler gesehen. So, dass meine Taschen ein bisschen größer werden. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann können wir zumindest mal mit dem hier reden. Wahrscheinlich oben, oder? Ja. Ein Ork. Smaug, der Eintopfmeister. Was habt ihr zu sagen, Smaug? Der letzte Kerl, der Witze über meine Kochkünste gerissen hat, trug am Ende einen Kessel Eintopf als Hut. Das nur am Rande. Ich glaube nicht, dass ich Witze mache. Was habt ihr anzubieten? Ja, nee. Nee. Wen haben wir noch hier? Ich bin fast dabei, eine dieser Rotkrähen zu schnappen und... wem mache ich etwas vor? Ah. Ich bin kein Krieger. Das wird ja die totale Widerstandsgruppe hier werden. Ich weiß nicht recht. Nun dann, mal schauen, was dieser Tamien zu sagen hat. Wo ist er überhaupt? Hier in dem Raum sind noch Leute. Na denn? Ich bereue den Tag, an dem ich mich jemals mit diesen Bastarden von Rotkrähen eingelassen habe. Bei den Acht. Damit ist jetzt Schluss. Ich bin hier, um den Widerstand zu helfen. Wir könnten eure Hilfe gebrauchen. Diese verdammten Rotkrähen. Sie haben meine Stadt vernichtet und nun versuchen sie auch noch Kreuzgrad zu übernehmen. Ich habe einen Eid geleistet. Ich werde meine Rache bekommen. Ich werde die Leute von Kreuzgrad dazu bringen, sich ihre Stadt zurückzuerobern. Ihr schickt sie auf Selbstmordmission, denn die, mit denen ich mich unterhalten habe, sie sind keine Kämpfer. Wie genau habt ihr euch das gedacht? Die Leute der Stadt haben Angst. Wenn sie aufbegehren, enden sie als Sklaven in der Mine. Es ergeht ihnen noch schlimmer. Wir brauchen die Unterstützung des Stadtrats. Die wenigen Ratsherren, die noch nicht in die Mine verschleppt wurden, müssen den Leuten zeigen, wie man sich diesen Hundesöhnen widersetzt. Nun denn, ich werde mit diesen Ratsherren sprechen. Wir brauchen die Unterstützung des Stadtrats. Ohne ihn werden sich die Stadtbewohner niemals trauen, zurückzuschlagen. Kein Problem. Kann ich euch noch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Ich werde beantworten, was ich kann. Wer ist der Anführer der Rotkrähen? Sternis Gelvis. Er ist die wahre Bedrohung. Ohne ihn sind die Rotkrähen nur ein loser Haufen von Beutelschneidern und Taschendieben. Es war seine Idee, Kreuzgrad zu übernehmen. Er baut sich hier ein richtiges Reich auf. Dann ist er mein Ziel. Oh, ihr sagtet etwas von Rache. So viele Leute. Sie sind gestorben, als der Blutdorn-Kult nach Adlersbach kam. Blutdorn. Im Gegenzug für meine Unterstützung haben die Rotkrähen versprochen, auf meinen Vater aufzupassen und die Leute von Adlersbach vor dem Blutdorn zu schützen. Sie haben gelogen und dafür müssen sie büßen. Sie haben sich sogar zusammengetan, teilweise. Dieser Blutdorn-Kult, er wird mir immer verabscheuungswürdiger. Ankov ist tot, aber dieser Kult, er besteht nach wie vor. Mit welchen Ratsherren soll ich eigentlich sprechen? Die bekanntesten der verbliebenen Ratsherren sind Virgile, Donella und Theodore. Sucht nach ihnen in der Stadt und überzeugt sie, dass sie uns helfen. Sonst sind wir erledigt, bevor wir überhaupt angefangen haben. Nun denn, ich bin bereit.
Nein, ich bin nicht bereit. Denn ich werde hier ein bisschen ausruhen mich. Ne? Wir legen uns ein bisschen ins Bett hier. Legen uns einen Moment ins Bett. Und ja, trommeln das nächste Mal den Stadtrat zusammen. Ciao.